Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem Vlog! Einem neuen Vlog. Was ist das eigentlich für eine Locke hier? Was ist das? Vielleicht sollte ich auch mal so einen Pony tragen. Wir haben heute richtig viele Sachen zu Hause zu erledigen. Ich habe meinen letzten Urlaubstag und Samira ist gestern wieder aus Hamburg zurückgekommen, arbeitet gerade die ganze Zeit zu Hause und ich habe heute richtig viel zu tun, dafür, dass es mein letzter Urlaubstag ist. Habe eine To-Do-Liste, die habe ich mir gestern Abend geschrieben, die ist leider ein bisschen arg lang geworden, weil wir erstens zu Hause ein paar Probleme mit unserem WLAN und allem möglichen haben. Das nervt krank, erkläre ich euch später noch mehr dazu. Aber wir wollten dieses Wochenende auch echt viel zu Hause arbeiten. Ein paar kleine Sachen, ein paar größere Sachen in der Küche, im Arbeitszimmer, alles Mögliche. Erste Station, Baumarkt. Gesucht werden Tischbeine für unseren Schreibtisch. Die wir bisher haben, sind zwei Stück, sind viel zu instabil. Also vor allem, wenn ich mich ständig auf den Tisch lehne. Deswegen brauchen wir noch zwei weitere. Gibt direkt die wir brauchen nicht. Wir brauchen 73er Länge. Das gibt es nirgends, es gibt immer nur 81 und 71. Aber deswegen gibt es so verstellbare, also die man unten ausziehen kann. Solche haben wir auch schon. Die gibt es hier aber leider nicht. Ich habe von Samira auch noch den Auftrag bekommen, Pflanzen mitzubringen. Irgend so ein Efeu-Trute oder sowas. Ich finde die immer nur Efeu-Hedera. Ist das das gleiche? Keine Ahnung. Also mich Pflanzen einkaufen zu lassen, ist auch, als würde man einen Blinden, keine Ahnung, wohin schicken. Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das wissen, was da jetzt was ist? Und ob das das Richtige ist? Kuckuck. Kuckuck. Also leider gab es Samiras Pflanze jetzt auch nicht. Immerhin hat Happy was bekommen. XXL-Packung Leckerlis. Und die Botschaft des Tages, er kann auch wieder in Ruhe kacken. So, nächster Versuch. Horba. Und da tatsächlich alles bekommen, was ich wollte. Samiras Pflanze ist dabei, der Kleber ist dabei, den ich wollte. Das sind die Teile, mit denen man dann die Tischbeine an den Tisch ranmacht. Und das sind die ausziehbaren Tischbeine. Bist du zufrieden? Das ist eine süße Maus, ihr guckt. Das ist meine Lieblingspflanze. Falls ihr auch wie ich Pflanzen tötet, kauft die. Die stirbt nie. Auch wenn ihr sie nicht gießt. Kauft die. Die stirbt nie. Der Tag der Arbeit, der ist gekommen. Wir haben heute 5 Baustellen in der Wohnung, die wir alle heute eigentlich machen wollten. Das Problem ist nur, wir haben zwischendrin einen Termin. Deswegen sage ich auch gleich, es ist erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dann wieder ist Arbeit. Also wir haben mittags noch einen Termin. Zwar lösen wir Samiras Geburtstagsgeschenk ein, also dass ich ihr zum Geburtstag geschenkt habe. Bis dahin müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Samira macht sich jetzt gerade fertig, weil sie kann danach noch ein paar Fotos machen möchte. Und unsere erste Baustelle ist jetzt erstmal im Bad. Ich glaube, man sieht es ganz gut, was das Problem ist. Dieser Handtuchhalter hier fällt einfach jedes Mal runter. Du musst da hin. Da hin. Also, da müssen wir was Neues machen. Und diese blöde Toilettenhalterung. Ich glaube, man sieht es hier. Die rutscht einfach immer runter. Also, die ist komplett locker. Und es nervt, weil dann passiert das. Also, du musst auch noch gerade sein. Deswegen habe ich gestern diesen Alleskleber gekauft. Keine Ahnung, der hat mir den empfohlen. Meinte, damit hebt alles und man kriegt den auch ganz gut wieder weg. Der kommt jetzt da hinten drauf. Und dann hoffen wir mal, dass es dann hält. Nächster Part, Samira wollte für ihre Wand hier noch, die ist noch komplett leer, auch noch so ein Regal, wie hier steht. Präsentier es mal genau, zeig's mal. So, echt so weit unten? Am Anfang wollte ich es hier hin haben, das fände ich auch sehr schön, weil wir vor allem ja noch einen Kalender haben, der drüber kommt. Ja, stimmt. Du musst es dann, glaube ich, mal halten, aber hier finde ich irgendwie auch voll schön. Ja, wir machen jetzt mal, dass ich es halte und dann kannst du sie anschauen. Yes. Weiter runter. Weiter runter. Hä? Soll ich direkt den Staubsauger drunter? Das ist eigentlich egal. Ich mache doch voll den Dreck. Ich muss das danach wieder alles wegmachen, Schatz. Musik.
So, so ist jetzt der aktuelle Stand vom Büro. Ich glaube, wir haben es dann doch richtig ausgewählt, dass das Regal hier links steht. Hier rechts kommt dann später noch ein anderer Kalender hin, der ein bisschen kleiner ist. Und Samira hat die Wäschekörbe ausgetauscht gegen diese Pflanze. Das heißt, die stehen jetzt hier im Eck und dadurch wirkt der ganze Raum ein bisschen größer, finde ich. Da kommt jetzt noch dieses Regal hier, das wollen wir gerade verkaufen. Dafür kommt hier wahrscheinlich eine komplette Wand hin, also mit geschlossenen und offenen Schränken. Das müssen wir noch austauschen, da warten wir gerade noch auf jemanden, der das vielleicht haben möchte. Und dann kommen hier unten, das ist die nächste Baustelle, die wir heute nicht mehr schaffen, noch die Beine hin, die Tischbeine. Man sieht, das sind jetzt gerade nur zwei Stück, das ist aber ein bisschen instabil, ist das richtige Wort. Das heißt, es kommt einmal noch hier hinten und dann noch hier hinten zusätzliche Tischbeine hin. Und dann sollte das auch mal geschafft sein. Siehst du eigentlich so behindert aus? Das ist ja der Wahnsinn in deiner Kamera, sehe ich immer so scheiße. Bleibst du hinter der Kamera oder was? Ja, es kann auch sein, dass es an mir liegt. Wir sind gerade auf dem Weg, mein Geburtstagsgeschenk einzulösen. Jonas meinte, ihr wisst noch gar nicht, was es ist. Es ist eine Paarmassage, oder nennt man das so? Also es ist halt eine Massage für uns beide und ich glaube, wir liegen nebeneinander. Ja, ich hoffe es. Das war eigentlich die Prämisse. Ja, das war die Bedingung. Ich habe quasi Samira was zum Geburtstag geschenkt, von dem ich selber profitiere. Ja, beziehungsweise ich habe eigentlich immer gesagt, ich würde voll gerne mal professionell massiert werden. Aber weil sie meine Massagen schlecht findet? Nein, weil Jonas es einfach nur noch so selten macht. Ja, aber ich finde es irgendwie unangenehm, mich da alleine nackig hinzulegen. Deswegen fände ich es cool, wenn wir nebeneinander wären und es halt gleichzeitig gemacht wird. Genau, und da fahren wir jetzt gerade hin. Wir kommen genau um 13.58 Uhr an und um 14 Uhr beginnt. Ja, und eigentlich Termin. Ist es danach noch mit so Sekt, wie nennt man das? Echt? Ja, also eigentlich sollte man danach noch irgendwie was zu trinken bekommen und so ein bisschen rumsitzen in so einem Entspannungsraum oder so. Mhm. Aber das war es jetzt natürlich nicht. Also ich habe echt keine, wir haben beide gar keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt auch irgendwie kein Bikini oder so mitgenommen. Also ich habe auch selber nicht so ganz. Also vielleicht hätte man sich dann auch ein Buch irgendwie mitnehmen können. Nee, schlafen. Oder schlafen. Naja, wir werden uns überraschen lassen. We are back von der Massage. Es sieht aus, als hätte ich das Öl im Gesicht. Nein, das ist einfach nur mein Make-up, das glänzt. Ja, wir wurden jetzt eine Stunde lang durchmassiert. Samira hat währenddessen ums Überleben gekämpft. Ja, es war wirklich so schön, weil die auch so warmes Öl auf den Körper geträufelt haben und die haben an den Füßen angefangen und so. Und es war wirklich so schön. Aber erstens, also ich habe eine sehr komplizierte Nase, ich weiß nicht, was mit der falsch ist. Aber man tut seinen Kopf halt durch so ein Loch und dann guckt man quasi die ganze Zeit nach unten. Und meine Nase war irgendwann so zu, dass ich nicht mehr atmen konnte. Und durch den Mund konnte ich auch nicht atmen, weil ich irgendwie hier, da sieht man auch noch so einen Strich, hatte ich irgendwas von der Liege. Und deswegen konnte ich auch nicht durch den Mund atmen. Und wirklich die letzten 20 Minuten ging es bei mir ums Überleben. Und ihr Kopf war zu klein für das Loch, ja, der Massage. Das kam auch noch dazu. Mein Kopf ist zu klein für das Loch gewesen. Ich wurde noch nie massiert, deswegen wusste ich das nicht. Und deswegen musste die ganze Zeit mein Nacken sich halt anstrengen, dass er mich hält. Und als es vorbei war und wir aufgestanden sind, ich konnte meinen Nacken gar nicht mehr bewegen. Also es war super schade, weil es echt richtig schön war. Aber ich die letzte halbe Stunde wirklich nicht mehr genießen konnte. War also aber auch einfach mit, wegen mir selber. So. Also war Ganzkörpermassage und auch unsere Füße und so. Und ja, Füße und Hände. Füße und Hände und so. Und dann wurde immer ein Handtuch drauf auf den Körper, auf die Körperstelle, die nicht massiert wird, gelegt. Also mir war auch gar nicht kalt. Nee. Also es war richtig schön. Ich habe schon gesagt, ich würde es am liebsten jetzt direkt nochmal machen. Davor Nasenspray in die Nase pumpen und so ein Handtuch nochmal um diesen Kringel oder so machen, damit mein Kopf da nicht durchfällt. Falls ihr das gleiche Problem habt, sagt mir mal, was ihr da immer macht. Ja, aber jetzt fahren wir auf jeden Fall entspannt nach Hause. Ich sehe aus, wie sehe ich in Wirklichkeit auch so ölig im Gesicht aus? Ja, schon. Echt? Ja, okay, vielleicht ist es auch irgendwie dahin geflossen, weiß nicht. Aber ja, wir fahren jetzt nach Hause. Da geht die Arbeit wieder los. Dann geht die Arbeit wieder los, aber entspannt. Und der nächste Angriff, der gilt der Küche. Hier läuft übrigens nebenbei noch Bundesliga. Aber wir haben ein bisschen wenig Stauraum, also dadurch, dass wir jetzt so viele Teller und alles mögliche haben, haben wir uns gedacht, wir hängen hier noch den vierten Schrank nebendran. Den haben wir damals auch schon eingezeichnet. Man sieht es hier oben. Der steht auch schon hier bereit. Den muss ich jetzt dann nach oben machen. Das Problem ist, die haben so eine kleine Holzleiste. Die sieht so aus.
und die kommt hier nach oben und da wird der Schrank dann quasi eingehängt, der hängt dann nur da dran. Ich muss den aber genau auf die gleiche Höhe machen, wie der da links von den anderen schon ist. Das heißt, ich muss die hier erstmal komplett leer räumen, abhängen und dann halt dieses Holzding genau neben das andere machen. Also normalerweise sollte der Strich schon richtig sein, aber ich bin mir halt nicht zu 100% sicher. Und bevor ich da falsch bohre, mache ich es dann doch lieber alles weg. Samir ist jetzt gerade wieder vom Einkaufen gekommen. Projekt Küche ist erfüllt. Das Einzige, was mich hier echt ein bisschen nervt, ich weiß nicht, ob man es sieht von der Seite, hier ist so ein kleiner Abstand, also ich sehe nicht 100% gleich, aber es war eine schwerere Geburt, weil ich es erst falsch hingemacht habe. Aber es ist jetzt viel mehr Stauraum in der Küche, man denkt es gar nicht, aber jetzt ist hier ganz schön viel frei. Meine einzige Bedingung war, in das dürfen keine schweren Sachen reingemacht werden, weil oben der eine Dübel, der ist mir nicht so ganz geheuer. Aber es sieht schon größer aus dadurch. Also Samira war auch zufrieden. Samira hat gesagt, Jonas, gute Arbeit gemacht. Naja Leute, alle Projekte sind damit geschafft. Oh ne, Quatsch, ist gar nicht alles geschafft. Der Schreibtisch fehlt ja noch. Naja, wie auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Vlog, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Warum habe ich eigentlich ein Gladbach-Trikot an? Bin Schalke-Fan. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben. Vielleicht einen lieben Kommentar schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.